Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich stehe hier direkt vor den Eingangstoren vom Zoologischen Garten in Berlin, hier der Zoo direkt in der Innenstadt. Da waren wir ja schon letztes Jahr, gibt es auch noch ein Video hier auf unserem Kanal. Ich bin ja gerade beruflich so ein paar Tage hier unterwegs, allein in Berlin, und dabei mache ich so ein paar Ausflüge noch bei ein paar Attraktionen. Ich habe mir gedacht, den Zoo kann man eigentlich immer mal besuchen, und ja, der Hauptgrund ist eigentlich neben den Pandas die Nashornpagode. Als wir das letzte Jahr hier, war Januar oder Frühjahr, in Berlin waren, da war die gerade an der Construction im Bau. Das heißt, die müsste jetzt eigentlich fertiggestellt sein, und ich sehe da hinten auch schon diesen ikonischen, sehr, sehr hohen Turm, diese Pagode. Ich bin mal gespannt. Also ich werde jetzt hier heute keinen gesamten Rundgang machen. Wer komplett einmal den Zoo sehen will, der schaut lieber das Video von letztem Jahr an. Ich gucke mir jetzt einfach nur die Highlights an. 1, 2, 3 Stunden. Die Pandas, die Nilpferde, die Nashornpagode, Reich der Raubkatzen. Das war auch ziemlich cool. Und ja, viel mehr eigentlich nicht. Mal schauen, was die Zeit so hergibt. Hauptsache die Highlights mal wieder gesehen. Also kommt mit auf einen Highlight-Rundgang hier im Zoo in Berlin. Auf geht's! Wenn man hier so läuft, sieht man direkt, hier ist schon diese Nashornpagode direkt am Eingang. Da würde ich doch sagen, ist das sowieso unser erster Anlaufpunkt dann. Direkt die Neuheit hier, die ich noch gar nicht kenne, direkt hier auf unserem Weg. Aber erstmal Tickets holen. So, ich bin drin. Auf meinem Ticket ist der rote Panda. Apropos Pandas, die jungen Pandas, die beiden, die sind ja seit Mitte Dezember 2023 nicht mehr hier und sind zurück nach China gegangen. Sehr schade, aber damit war ja eigentlich zu rechnen. Naja, die Erwachsenen sind ja noch da, also gucken wir uns heute auch noch Pandas an. Hier der ganze Weg am Eingang in der linken Richtung ist schon komplett neu gemacht. Da hinter mir seht ihr schon die Nashornpagode. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Hier das allerneueste Gehege. Sieht jetzt schon mal von Weitem ziemlich, ziemlich cool an. Komm, wir schauen es uns mal zusammen an. Also ich stehe jetzt hier direkt vor der Pagode. Das eine Nashorn ist schon direkt draußen. Das heißt, in Blickrichtung links sind die Nashörner und auf der anderen Seite sind hier die Tapire. Sieht einfach richtig modern und richtig cool aus. Der ganze Boden, die ganzen Geländer, alles ganz neu. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ich gucke jetzt nochmal gleich rein oder vielleicht erstmal einen Blick auf die Tapire noch werfen. Nashorn haben wir ja schon gesehen. Das eine ist draußen, ist auch super. Aber dann gucken wir gleich mal, was da drin noch zu sehen gibt. Thank you.
Wow, ich bin jetzt mal reingegangen und direkt überwältigt. Also der erste Eindruck, richtig, richtig cool. Richtig schön modernes Gehege. Ich dachte von außen, als ich mit der Bahn hierher gefahren bin, das hier ist das Dach von den Nilpferden. Aber nein, hier bei den Nashörnern haben die jetzt auch so ein schön lichtdurchlässiges großes Dach gebaut. Richtig, richtig schön. Also hier gibt es übrigens noch Pustelschweine. Habe ich auch einen draußen schon gesehen. Und die Nashörner, die stehen hier auch ähnlich mit so einem Wasserbecken, wo man unten ans Glas gehen kann, wie bei den Hippos. Aber richtig gut. Riecht auch gut, also nicht stickig. Hier muss eine sehr gute Belüftung drin sein. Wasserfälle noch. Ich zeige euch gleich nochmal ein paar Bilder, aber ich bin erstmal richtig beeindruckt. Richtig, richtig schönes Highlight hier jetzt. Also mittlerweile hat der Zoo Berlin wirklich tolle Gehege. Übrigens auch wundervoll schöne Pflanzen hier drin. Alles echte Pflanzen. Richtig, richtig schön grün noch teilweise. Hier auch so kleine grüne Inseln noch. Und der Wasserfall hier. Also wirklich, ich bin richtig beeindruckt. Ich hätte sogar mit weniger gerechnet. Gar nicht, dass es so cool wird. Ja, also hier mit dem Nilpferden, den Pandas, diesem Reich der Raubkatzen, haben die jetzt hier wirklich, wirklich coole Tierhäuser. Da spielen sie schon relativ weit oben mit. Gefällt mir sehr gut.
Ja, dann verlasse ich jetzt mal wieder die Nashorn-Pagode. Richtig, richtig schöne Neuheit. Gehe später wahrscheinlich nochmal hin. Gerade hier das Gebäude, das flecht einen total. Echt cool, auch wie die Tiere angeordnet sind, die Lufttemperatur. Richtig, richtig schön. Habe ich jetzt wirklich weniger erwartet, muss ich sagen, und bin positiv überrascht. Also was der Zoo hier in Berlin alles auffährt, ist wirklich für Europa echt richtig gut. Muss ich schon sagen. So, ich gehe jetzt mal weiter. Ich denke, das nächste werden die Hippos dann sein. Ist auch ein sehr schönes Gehege. Und dann mache ich mal einen kleinen Spaziergang durch den Zoo hier. Und dann später nochmal zu den Pandas. Auf dieses Reich der Raubkatzen freue ich mich auch total. Das fand ich das letzte Mal schon richtig, richtig schön. Also es gibt echt einige Häuser hier, die wirklich toll sind. Wir gehen jetzt hier mal den neu angelegten Weg weiter. Hier sind übrigens noch diese Pustelschweine. Da ist eins. Von den Panzernashörnern habe ich jetzt eins innen drin gesehen und eins draußen. Weiß nicht, ob sie mehr als zwei haben. Auf jeden Fall waren zwei eben zu sehen. Später schaue ich nochmal. Wie gesagt, direkt nebendran ist jetzt hier das Nilpferdgehege mit auch dem coolen Innenbereich. Da gucken wir jetzt auch gleich mal rein. Aber hier ist noch der neue Außenbereich komplett zu sehen. Nächste Station direkt nebenan, Hippo Bay. Da ist er. Und hier ist der Eingang. Los geht's. Ja, da verlasse ich auch schon wieder Hippo Bay. Eins der großen Flusspferde war zu sehen, das ist die ganze Zeit unten hin und her geschwommen. Da ist der Geruch ist etwas strenger dort drin. Ich muss sagen, das war bei den Nashörnern doch angenehmer. Aber ist trotzdem ein schönes Gehege, auch hier mit dieser Glaskuppel schön offen. Und ja, wann kann man schon mal so nah diese Flusspferde an einem sehen? Das finde ich richtig schön. Jetzt mache ich erstmal ein bisschen Spaziergang hier durch den etwas älteren Bereich. Dann kommt man wohl an den Welt der Vögel vorbei. Ja, also ich habe doch Zeit noch, merke ich gerade. Ich mache jetzt erstmal einen kleinen Spaziergang. Hier auch immer wieder dieses neue Gehege, total schön integriert. Man kann wirklich von allen Seiten hier auf die gucken. Hier ist noch so ein Außenbereich. Ist jetzt gerade keiner da, außer diese kleinen Pustelschweinchen. Aber, ach, ich täusche mich. Hier steht ja einer. Da hinten dran hat sich einer versteckt. Da steht noch ein Panzernashorn. Dann sind es jetzt doch schon drei.
die ich gesehen habe. Mal gucken, ob ich den hier ein bisschen um die Ecke besser sehen kann. Also es sind wirklich 3 Stück. Hier liegt noch der dritte. Vielleicht gibt es sogar 4, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon 3 gefunden. Also Streichelzoo und Welt der Vögel kürze ich jetzt mal ab. Die wären hier hinten auf dem Weg. Ich gehe jetzt mal kurz Richtung Bären. Hier ist nochmal von den Flusspferden das Außengehege zu sehen. Ist eben auch diese Glaskuppel, wie jetzt auch bei den Nashörnern. Finde ich auch super schön, weil dann der Innenbereich auch immer total lichtdurchflutet ist. Na, wer steht hier denn? Ein Nyala laut Schild. Holt ein bisschen frische Luft hier am Sonntagmorgen. Hier kommt man jetzt zu dem alten Eisbärengehege. Soweit ich weiß, ist das noch immer leer und hier ist kein Bär mehr daheim. Auch da hinten diese Lippenbären habe ich nicht gesehen. Ja, ich denke ja mal, dass hier irgendwann wieder was Neues kommt, das Gehege ein bisschen anders aufbereitet wird. Hier steht's. Diese Anlage ist aktuell nicht bewohnt. Ich denke mal, dass das hier dann auch irgendwann erneuert wird, weil von der Fläche ist es eigentlich ziemlich, ziemlich groß. Da kommt bestimmt noch was Neues hin. Auch gerade hier diese ganzen alten Vogelvolieren. Naja, hier ist ja diese neue Welt der Vögel. Die ist richtig, richtig schön. Gefällt mir gut. Lasse ich heute aus. Aber wir machen jetzt doch einen Rundgang mal. Aber mit ein paar Überspringungen. Das ist schon wahnsinnig groß, das Gehege hier. Das nächste, was dann auf unserem Weg als größeres Highlight kommen müsste, sind die Pinguine und die Seelöwen oder Seerobben. Wenn man hier diese Volieren immer weitergeht, kommt man automatisch zu deren Gehege. Das gefällt mir auch ganz gut und da freue ich mich jetzt drauf.
Also hier bei den Seelöwen war es gerade richtig cool. Der eine ist total aufmerksam und dann hat einer so ein Stöckchen einfach rübergeworfen. Fand ich erst ein bisschen seltsam, aber der hat es dann genommen und gesucht wie so ein richtiger Hund einfach. Also es war richtig cool. Waren auch schöne Bilder, habt ihr ja eben gesehen. Hat mir richtig gut gefallen. Der war sehr, sehr aufmerksam, hat die Leute hier beobachtet und ja, der hatte seinen Spaß. Schön. Hier im Pinguin-Kiez sind jetzt noch die Kaiserpinguine. Mal schauen, ob wir einen schön sehen. Ja, die Pinguine und die Seelöwen waren jetzt auch richtig, richtig cool. Die waren einfach so cool drauf. Vor allem der eine, der so aufmerksam war. Es hat richtig Spaß gemacht, dem zuzuschauen. Ich mache jetzt meinen Spaziergang weiter. Ich meine, da hinten sind ja nur Zebras, Antilopen. Dieser Bereich über die Brücke lasse ich auch komplett aus. Müsste also das nächste größere Haus dann das Reich der Raubkatzen eigentlich schon sein. Auf jeden Fall gehe ich jetzt hier erstmal den Weg weiter und guck mal, was so vorbeikommt. Ah, ich sehe schon Fischotter. Und jetzt sind wir auch schon hier am Eingang von dem Haus Reich der Jäger. Ich habe die ganze Zeit Reich der Raubkatzen gesagt, no, ist ja dasselbe. Nee, es geht da insgesamt um Jäger. Da ist auch dieses kurze kleine Nachttierhaus noch drin. Hat mir das letzte Mal, also letztes Jahr auch sehr gut gefallen. Ist ja auch ein relativ neues Haus und ja, ich würde sagen, wir gehen mal rein. Ich freue mich. Das Haus fand ich schon das letzte Mal total modern gestaltet. Überall mit diesen Baumstämmen hier in der Mitte, die relativ dunkel im Gang und dabei die Gehege relativ hell, sieht man ganz toll die Tiere. Wir schauen es uns einmal an.
Wenn man jetzt hier in der Mitte runter geht, da ist dieser Nachttierbereich, relativ dunkel und so ähnlich wie in Frankfurt dazu, nur ein Tick moderner eben. Tiere der Nacht heißt es hier. Aber einen Tiger haben wir noch nicht gesehen. Wir sind noch auf der Suche. Also da, wo eben die ganzen vielen Leute standen, war der Löwe richtig, richtig gut zu sehen. Ihr habt ja gerade die Bilder gesehen, richtig cool. Also der hat ja richtig die Leute gesucht und saß da auf seinem Felsen und sah auf jeden Fall schön aus. Jetzt fehlen nur noch Tiger oder Leoparden oder Jaguare. Mal sehen, was es hier noch so gibt. Also den Jaguar haben wir dann doch prompt mal gesehen. Sehr gut. Ich würde sagen, als nächstes tauchen wir hier mal in das Nachthaus nach unten ab.
So, und damit haben wir jetzt das Reich der Jäger verlassen. Wie gesagt, ich wiederhole mich, hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen. Sehr schönes Tierhaus, vor allem noch mit diesen Tieren der Nacht. Dieses Nachttierhaus hat es mir auch sehr gut gefallen, die beiden zusammen. Richtig schön im Nachttierhaus, vor allem dieses Erdferkel finde ich immer richtig cool. Die Fledermäuse, die da rumflattern. Auf den Bildern hat man es halt wahrscheinlich nicht so richtig erkannt, weil da drin ist es einfach wirklich, wirklich dunkel. Ja, aber schönes Haus, also ist ja jetzt so das zweitneueste Haus hier und sehr, sehr cool. Vor allem auch der Löwe, wie der geschaut hat und wie nah man den sehen konnte, war richtig schön. Hier ist jetzt der andere Eingang des Zoos und da geht's schon zum asiatischen Teil. Und was finden wir da wohl? Die beiden dicken, großen Pandas. Hoffentlich kann man sie gut sehen. Ich würde sagen, wir gucken mal. Die Jungtiere sind ja jetzt leider wieder in China. Aber die zwei älteren, die erwachsenen Tiere, die sind noch da. Wir gucken mal, ob sie da ganz lustig sitzen oder ob sie drinnen oder draußen sind. Kommt, wir gehen mal hin. Panda Time. Also bei den Pandas habe ich heute etwas Pech, die sind leider nicht so gut zu sehen. Ich sehe nur den einen Dicken da hinten liegen und der rührt sich nicht. Bei der Scheibe spiegelt es auch total. Kann man leider heute nicht so gut sehen, aber ehrlich gesagt bin ich ja nicht unbedingt für die hergekommen. Dafür hat man die Nashörner sehr gut gesehen und die Löwen sehr gut gesehen. Die Seerobben waren echt cool. Ja, also ich habe ihn gesehen, ihr habt ihn auch gesehen, aber er bewegt sich nicht und liegt nur da hinten auf seinem Stamm und man sieht nur den Rücken. Auch nur einen habe ich gesehen, es müssten ja eigentlich noch zwei da sein. In dem anderen Innenbereich ist aber keiner. Außen habe ich auch keinen einzigen gesehen, weiß ich nicht. Ich werde jetzt auch nicht nochmal hierher kommen, weil ich auch heute nicht so viel Zeit mehr habe. Aber naja, ich habe die ja letztes Jahr sehr, sehr, sehr gut gesehen, auch noch mit den beiden Jungtieren. Und ja, nächstes Mal wieder. Der eine kann sich ruhig ein bisschen ausruhen.
Ja, und damit habe ich jetzt eigentlich auch schon alles gesehen, was ich sehen wollte oder auch sogar mehr. Ich bin jetzt doch fast einmal rumgelaufen, habe nur ein paar Häuser oder Tiere ausgelassen, die mich jetzt nicht so interessiert haben. Ja, ich gehe jetzt wieder Richtung Eingang, schaue noch einmal bei den Nashörnern vorbei. Ich glaube, beim Eingang müssten ja auch noch die Elefanten oder Giraffen oder was es war sein. Bei den Nashörnern schaue ich auf jeden Fall noch mal vorbei und dann bewege ich mich schon so langsam raus. So, jetzt noch einmal hier die Nashornpagode anschauen, weil die mich so fasziniert hat und so schön aussah. Thank you.
So, ich bin jetzt hier durch den Shop aus dem Zoo rausgegangen, bin jetzt draußen und war doch 2 bis 3 Stunden hier. Ich habe doch mehr gesehen, als ich dachte. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut gefallen. Der Zoo ist echt zu empfehlen. Ich finde ihn gerade in Europa echt einer der besseren, oder in Deutschland einer der besseren Zoos auf jeden Fall. Hier die Pandas sind super schön, auch wenn ich sie heute nicht so toll gesehen habe. Die Nashornpagode ist eine tolle Erneuerung, tolle Ergänzung hier. Richtig modernes Gehege, gefällt mir sehr, sehr gut. Die Hippos sind toll, die Raubkatzen sind toll, das Nachthaus ist toll. Also wirklich tolle Sachen. Natürlich hat der Zoo auch die ein oder andere ältere Ecke. Ich sage nur gerade hinten diese Vogelvolieren oder das Affenhaus, was ich jetzt gar nicht besucht habe, weil es mir einfach nicht gut gefällt. Oder auch gerade so die Bären, der Eisbärbereich. Das ist so ein großes Gehege. Da könnte man auf jeden Fall noch einiges draus machen. Und man sieht ja, jedes Jahr kommt hier irgendwas Neues. Es wird was Neues gebaut, ein neues Projekt. Gerade jetzt hier das mit den Raubkatzen oder mit den Nashörnern. Also die hören nicht auf, die machen und tun. Und irgendwann ist das halt, jede Ecke sieht dann einfach toll aus. Auf jeden Fall lohnt es sich jetzt schon herzukommen. Es gibt ganz viel hier zu sehen, ganz tolle Tiere zu sehen, die man auch sonst in keinen anderen Zoos in Deutschland sieht. Also gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Jetzt wird es ein bisschen voller, ist klar, ist Sonntag. Ich mache mich jetzt raus. Ich denke so, ja, 3 Stunden muss man auf jeden Fall hier einplanen, wenn man die Highlights sehen will. Wenn man sich alles anschauen will und nicht so einen entspannten haben will, dann muss man natürlich noch mehr Stunden, am besten den ganzen Tag einplanen. Auf jeden Fall relativ cool. Das war es jetzt hier mit unserem Vlog aus Berlin, dem Zoo hier direkt in der Stadtmitte. Gerne unseren Kanal abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr hier noch sehen wollt, was ich noch so die Tage in Berlin mache. Ich bin jetzt erstmal raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.